So, Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team. In der letzten Folge hatten wir, das Glück des Tüchtigen, würde ich nicht sagen. Einfach, wir waren einfach besser und der Gegner hat dann vorzeitig aufgegeben. Und jetzt gucke ich gerade, Fellaini hat er, Dele Alli und links, wer ist das? ZM? 84er in Schwarz? Wer soll das sein? Stürmer haben die nur 72er in Silber. Sieht jetzt an sich nicht so stark aus. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was da passiert. Hier immer mit der Ruhe. Der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Fellaini, der kann eigentlich meiner Meinung nach gar nichts. Ne? 4-4-2 also ich habe schon mal, als ich weiß nicht, ich halte ja nicht viel von dem. Nicht wegen seiner Frisur oder so, aber rechts, irgendwie kann er so fußballerisch nichts, finde ich. Zentral einer für die oh, das war aber schlecht. Für die da haben wir den ja schon eine Konterchance. Ha, scheiße. Hingelegt, auf dem Fuß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wow, Glück gehabt. Vom Verteidiger. Das war richtig Glück. Chicharito. Boah. Er passt auf und holt sich im schade, der Pass von Didavi geht nicht mit durch. Es leckt ein bisschen rum. Ich glaube, das liegt an der Internetverbindung, nicht an der Telekom wahrscheinlich wieder. Weil ich habe eigentlich eine gute Leitung. Es liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass der, Gegner dann keine gute Internetverbindung hat. Oh, abgefälscht nur. Fast der nächste Treffer von Didavi, der wird hier noch zum Torschützenkönig. Der Gegner kontert und es leckt. Es leckt wie eine Hure, das sage ich euch. Jetzt wird's gefährlich. Aber wer war das überhaupt, der dazwischen war? Jetzt ist der Ball Sokrates. Cool, okay, nice. Und Sokrates Mark hat Bartra aufgepasst. So, Traoré hat viel Platz, aber der muss auf den Ball warten. Jetzt sprintet der auch mal los. Och komm. Na, das ist ärgerlich. Der Gegner ist irgendwie nur auf Konter aus, habe ich das Gefühl. Nur mit über Konter. Aber das ist natürlich sehr naiv, den Ball sich so weit vorzulegen. Da müssen wir eigentlich gar nicht eingreifen. Das ist mir nicht großartig. Chicharito. Boah. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Und Chicharito. Nein, das war schwach gespielt. Der Angriff sah gut aus, aber Sinne. Dann kommt haben auch wir auch den Ball verloren. Dazwischen. Okay, der Sokrates. Da geht er dazwischen. Der ist schnell, der Junge. Nice. Wieder geht's in die andere Richtung. Jetzt Vorland. Wow. Er ist ja nicht bekannt für die der Gegner Wege. Ist ganz schön aggressiv, wie es scheint. Er arbeitet ungern nach hinten. Sehr, sehr aggressiver er macht Gegner. Eben vorne die Tore und deshalb ist er so wichtig. Die Defensive beginnt heutzutage schon ganz vorne bei den Stürmern, Buschi. Ja, und er gehört zu. Gila Wugu kann sich da nicht aufreißen. Das entlastet um den Ball dann mal sich vernünftig vorzulegen, um den mal drauf zu wichsen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da passt er auf und geht dazwischen. Alles mit der Ruhe. Chicharito. Oh. Super Einsatz! Was da kann das denn? Er ihn stoppen! Diese Lags, die fucken mich ein bisschen ab, Freunde. Nee, das war kein Foul, Schiri. Nein, 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 nein. Schiedsrichter, du kleiner Hund. Ich weiß, wo dein verficktes Auto steht. Nee, das war ein schlechter Pass. Sehr, tja, übermotiviert. Gut gemacht, gutes Tackling. Das war auch schlecht gespielt. Das kommen wir gerade hier nicht raus hinten. Und er schießt. Aber Sommer super hält. Abgewehrt, aber souverän. War kein Problem. So, wir müssen mal gucken. Da haben die David ziemlich unter Kontrolle. Und Chicharito. Das könnte gefährlich werden. Chicharito. Boah. Mit links Chicharito. Schade. Okay. Na gut, der Gegner gibt schon vorher auf. Alles klar. Gut für uns. Nächster Sieg für uns. Wieder eine sehr kurze Folge. Tut mir leid darüber. Aber ich will meinem Stil beibehalten und es geht weiter. Noch, oder? Haben wir jetzt einen Sieg bekommen? Ne, wir haben keinen Sieg bekommen. Moment mal. Haben wir jetzt einen Sieg bekommen? Nee, wir haben keinen Sieg bekommen. Schweinerei, finde ich Schweinerei, wirklich. Wir haben zwar die Punkte bekommen, aber keinen Sieg. Ah, das ist ja bitter, ja gut.
Ja, müssen wir dann in der nächsten Folge gucken, wie wir da zurechtkommen. Die Spieler sind relativ platt und ich wollte eigentlich mal schon vor, glaube ich, vor ein paar Folgen einstellen, wer die Ecken und sowas macht. Das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. Ja, muss ich mal gucken, dass ich das mal erledige gleich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin.